Hallo und herzlich willkommen zum Cycle-Partner-Programm. So oder so ähnlich hat uns Jager Games empfangen, als wir uns für das Programm beworben haben und wir sind Partner geworden. Und seitdem fragen ziemlich viele Leute, ja, wie geht das eigentlich? Wie wird man Partner? Wie wird man Affiliate? Und es ist ja so, dass gerade jetzt, wo die Drops gestartet sind, das Interesse gestiegen ist, wie ich den Zugang bekomme. Und es ist eigentlich super leicht und wir gehen einmal durch, was muss man machen, wie das Ganze funktioniert, dass man einen Antrag stellen kann bei Jager Development für The Cycle Frontier. Der einfachste Weg dahin ist erstmal Cycle und Partner einzugeben in Google, hier drauf zu drücken und dann kommt man schon auf das Cycle-Programm. Also einfacher geht's nicht. Und ihr seht hier auf der Seite von Jager ist es so, dass die Leute sogar bewerben. Sie bitten euch sogar, Leute, bewerbt euch für eine Affiliation oder eine Partnerschaft bei uns. Die Seite gibt alle Informationen, die man braucht. Man kann hier verschiedene Links anklicken, man kann sich die Guidelines angucken, was sind die Voraussetzungen, was sind die Anforderungen. Und dann kann man loslegen mit seiner Bewerbung. Jager Games hat dabei relativ viel Werbung gemacht auf verschiedenen Plattformen. Hier sehen wir zum Beispiel Twitter, wie sie immer wieder gesagt haben, Leute, bewerbt euch, wir brauchen Partner, wir brauchen Affiliates. Sie haben es verlängert, sie haben sogar die Anmeldezeit für diese Bewerbungen verlängert und immer wieder Werbung rausgehauen. Also man kann wirklich sagen, dass Jager einiges gemacht hat, um Partner und Affiliates an Bord zu kriegen. Bei den Partnerschaften unterscheidet Jager zwischen Twitch und YouTube. Das heißt, man muss sich selber entscheiden, was ist meine starke Plattform? Es ist eher der Livestream oder es ist eher YouTube, beziehungsweise YouTube macht ja mittlerweile auch sehr gute Livestreams. Also ist Twitch oder YouTube meine beste Plattform? Wo habe ich die besseren Zahlen? Und dann kann man sozusagen über diese Entscheidung seine Bewerbung abschicken. Wenn wir mal schauen, was man bei Twitch braucht, ist es relativ simpel. Wir müssen 7 Tage Cycle gestreamt haben, innerhalb von 30 Tagen. Man muss 3 gleichzeitige Zuschauer haben, also nicht einen, nicht zwei, sondern 3 Zuschauer im Stream gehabt haben. Und man muss 8 Stunden The Cycle Frontier gestreamt haben. Das sind sehr, sehr kleine Bedingungen. Sollte fast jeder von euch eigentlich hinkriegen. Deswegen hat man eigentlich damit gerechnet, dass sich so viele Leute beworben haben. Aber leider war das nicht der Fall. Ich denke, viele Leute denken, ja, die Anforderungen sind zu hoch. Ich schaffe das nicht und ich kann das nicht und ich bin zu klein. Das sind immer so die Gedanken, die man als Content Creator hat, wenn man frisch anfängt. Aber hier war es wirklich eine ganz offen kommunizierte Einladung. Und die Bedingungen waren wirklich niedrig angesetzt. Für eine Partnerschaft sah das schon mal etwas anders aus, aber auch hier ganz klar definiert, bitte streamt 12 Mal, also ihr müsst einmal 12 Tage lang gestreamt haben, um euch bewerben zu können, bitte 45 Zuschauer im Durchschnitt gehabt haben und bitte 25 Stunden gestreamt haben innerhalb der letzten 30 Tage ab Bewerbungsschreiben, dann bewerbt ihr euch oder seid ihr qualifiziert, euch für eine Partnerschaft zu bewerben. Bei YouTube ist es ähnlich und zwar brauchten wir hier 100 Video-Views innerhalb von 60 Tagen. Also 100 Views, das ist also wirklich nicht viel. Naja, es ist immer alles relativ, aber eigentlich sollte man das gut hinkriegen mit 2-3 Videos. Dann sollte man innerhalb von 60 Tagen 5 Cycle-Videos hochgeladen haben und man braucht 50 Abos. 50 Abos nur. Man überlege sich, bei YouTube selber braucht man, um Partner zu werden, 1000 Abos. Jager Games verlangt nur 50 Abos als Voraussetzung und dann könnt ihr euch bewerben und werdet aufgenommen als Affiliate für The Cycle Frontier. Für eine Partnerschaft ist das Ganze natürlich schon höher angesetzt und zwar geht es hier um 2000 geschaute Stunden. Das ist schon relativ gut angesetzt, also das sind wirklich, ist nur für Leute, die wirklich auch ordentlich Abos haben und Zuschauer haben. Also 2000 Watched Hours innerhalb von 12 Monaten, also ein sehr, sehr langer Zeitraum, der hier sehr großzügig angesetzt wurde. Und sie verlangen 600 Abonnenten, das heißt, selbst Leute, die immer noch keine YouTube-Partnerschaft haben, also keine 1000 Abos haben, können mit 600 Subscribern bereits eine Jager-Partnerschaft anfragen. Und wenn sie diese Bedingungen erfüllen, dann werden sie auch aufgenommen. Hier ist mal wichtig zu betonen, dass das die Voraussetzungen für die Aufnahme sind. Das heißt, das sind die Bedingungen, dass man eine Bewerbung abschickt und dann in die Partnerschaft oder in die Affiliation aufgenommen wird. Das ist nicht das, was man dann Monat für Monat erreichen muss. Das muss man einmalig gemacht haben, um die Bewerbung abschicken zu können. Kommen wir zu dem Punkt, was man denn jetzt dann auch machen muss. Also welche Verantwortung geht man ein? Was muss man im Gegenzug bringen als Content Creator, wenn man so eine Affiliation oder eine Partnerschaft eingeht? Und das steht hier, Maintaining Status, also was muss man machen, um den Status beizubehalten, den man dann bekommen hat. Und zwar hier unten, Affiliates müssen 6 Stunden The Cycle gestreamt haben, innerhalb von 12 Monaten. Also Leute, das ist praktisch nichts, ihr müsst einmal The Cycle gestreamt haben, innerhalb eines Jahres, damit ihr euren Status behaltet. Bei Partnern ist es etwas schwieriger, in Anführungszeichen,
Nein, Witz. Also 12 Stunden müsst ihr gestreamt haben innerhalb von 12 Monaten. Also ich habe die Partnerschaft. Das heißt, wenn ich nächstes Jahr einmal einen 12-Stunden-Stream mache, bin ich für das komplette Jahr 2023 gesichert. Außerdem wird hier nochmal betont, dass man natürlich so die Grundwerte einhalten muss. Was sind Grundwerte? Das ist ein respektvoller Umgang miteinander, nettes Benehmen, dass man nicht irgendwelche religiösen, rassistischen oder sonstigen Äußerungen trifft und so weiter. Praktisch normales, menschliches Miteinander. Das ist hier oben nochmal im Detail beschrieben. Wer das wirklich im Detail nochmal sehen möchte, das ist hier alles in den Guidelines nochmal aufgelistet. Aber alles Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind. Jetzt hat Jaga Games über einen relativ langen Zeitraum wirklich intensiv Werbung gemacht für diese Partnerschaft. Und die Frage ist, was geben sie denn im Gegenzug? Und zwar schauen wir uns erst das rechte Fenster an. Affiliate Benefits. Also ein Affiliate bekommt erstmal die Affiliate-Rolle auf Discord. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Leute, die auf den offiziellen The Sacred Frontier Discord kommen, erstmal sehen, ah okay, der ist ein Affiliate. Und umgekehrt als Affiliate bekommt man natürlich Zugang auf die Affiliate-internen Kanäle. Access to Exclusive Webinars und Channel Grows, das sind Kurse, die einem so allgemein helfen, wie man mit Content Creation umgehen kann, wie man sich verbessern kann, seine Skills verändern kann. Ziemlich coole Sache. Und In-Game-Items and Other Prizes, dass man sozusagen Items bekommt, Starter-Pakete zum Beispiel oder irgendwelche Keys, Belohnungen für sich selber oder für seine Zuschauer zum Verlosen. Also ein paar kleine Gadgets, um einen den Einstieg in The Sacred Frontier etwas leichter zu machen und seinen Zuschauern vielleicht ein schöneres Erlebnis bieten zu können. Wenn wir rüberschwenken zu den Partnern, sehen wir hier einmal den Exclusive Access to Twitch Drops. Es ist so, dass jeder Partner einen partnerspezifischen Drops-Tag bekommt auf Twitch. Das heißt, an diesem Tag wird nur dieser Partner, also sind natürlich mehrere Partner, an dem Tag Twitch Drops bekommen. Das ist relativ exklusiv, was ziemlich cool ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, auch die Affiliates haben einen exklusiven Tag. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Affiliates es gibt, es sind nämlich relativ wenig, weil sich nicht so viele beworben haben. Und wenn man dann schaut, wie viele Affiliates es pro Land gibt und das runterbricht, dann haben wir pro Land wirklich relativ wenige Affiliates, sodass zum Beispiel, sagen wir mal in Deutschland, wenn am Mittwoch, glaube ich, ist es, der Affiliate-Tag beginnt, das heißt, an diesem Tag haben nur die Affiliates eine Drop-Freigabe, also nur auf diesen Kanälen sieht man Drops, dann sind das 2-3 Streamer. Also es ist hochexklusiv immerhin noch. Also Glückwunsch hier an alle, die sich den Mut gefasst haben, sich zu bewerben. Weil auch ihr habt hier als Affiliate einen Drop-exklusiven Tag, was unglaublich geil ist. Also ich kenne kaum Unternehmen, die das machen, die es nochmal auftrennen und sozusagen den Partnern erstmal sagen, so Leute, ihr habt jetzt keinen Drops heute. Dieser Tag geht nur für die Affiliates. Das ist mega geil. Exclusive Developer Content, das heißt, man sieht sozusagen so ein bisschen Preview-mäßig, was kommen könnte. Man kann sich mit den Developern so ein bisschen unterhalten und austauschen. Man bekommt einen Access zu den Playtest-Servern. Das sind sozusagen Server, die bereits neue Inhalte aufgespielt haben, wie bei anderen Spielern auch. Das hat eigentlich fast jedes Game. Hier kriegt man als Partner direkt Zugang, dass man das schon mal ausprobieren kann, Eindrücke gewinnen kann, vielleicht schon mal sich Content überlegen kann. Dann eine Partnerrolle auf dem Discord, dasselbe wie bei Affiliation, dass man sieht, wer ist Partner, wer ist Affiliate. Man hat Zugang auf die partnerinternen Kanäle und Insider News und Upcoming Events, also große Events, wie zum Beispiel das Drop-Event, dass man sich vorbereiten kann. Ich habe zum Beispiel am 1. Juli meinen Drop-Tag, da machen wir einen 24-Stunden-Stream. Und hätte ich das erst ein paar Tage vorher erfahren, wäre es schwer gewesen, diesen Tag zu planen. So hatte ich schon im Wochen- und Voraus gewusst, okay, am 1. Juli ist es soweit, dann versuche ich mal mein Privatleben drumherum so ein bisschen zu planen, dass ich mir irgendwie diese 24 Stunden am Tag freischaufeln kann. Jetzt haben wir ziemlich viele Benefits von Jaga und eigentlich gar keine Anforderungen. Warum machen die das eigentlich? Ist da irgendwie ein Haken dran? Nun ist es so, ich denke, die Industrie hat allgemein erkannt, dass Plattformen wie Twitch und YouTube immer wichtiger werden für die Entwicklung, für den guten Start eines Spiels. Im Grunde genommen ist Twitch schon so ein Spiegel der Spielegesellschaft. Wenn ein Spiel auf Twitch ganz oben ist in den Charts, dann ist es erfolgsversprechend, dass es auch einen guten Verlauf bekommt oder zumindest ist es eine sehr, sehr große Unterstützung, sehr, sehr große Hilfe und es ist einfach wichtig für die Entwickler geworden und deswegen hat ein Entwickler natürlich auch Interesse, Content Creator zu fördern und mit ins Boot zu nehmen und das auf Gegenseitigkeit beruhen zu lassen. Das bedeutet zum Beispiel, ein Affiliate, der eine Affiliate-Partnerschaft eingeht mit Jaga Games, ist natürlich jemand, der dann profitieren kann von dem Jaga-Programm, aber umgekehrt profitiert natürlich auch Jaga, wenn dieser Affiliate Wachstum erfährt und größer wird. Das ist natürlich auch für Jaga ein ganz tolles Erlebnis, weil der Affiliate natürlich auch wieder Leute sozusagen ranbringt, gute Stimmung machen kann, sich freut, motiviert ist und so weiter. Das heißt, man hat sozusagen eine Win-Win-Situation und deswegen ist es für Jaga natürlich wichtig, ist es für jeden Entwickler wichtig,
dass auch kleinere Streamer Wachstum erfahren und sozusagen mit dem Spiel groß werden. Das ist eigentlich das Tollste, was einem Spiel passieren kann. Und es ist so, dass Jager speziell auf diesen Punkt hier eingeht und sagt, wir versuchen, kleine Creator zu unterstützen, sie Wachstum zu generieren und ihnen Tools in die Hand zu geben, damit sie das schaffen und mit uns zusammen, mit einem Spiel, es schaffen, größer zu werden im Bereich Content Creation, Streamen und Videos kreieren. Dieses Partnerprogramm war relativ lange offen, also durchgängig über die Beta 2, Pre-Season-Phase und so weiter. Also sie haben relativ lange die Anmeldung offen gelassen. Da haben sie irgendwann zugemacht, ist ja klar. Jetzt mittlerweile dürfen die Drops in den ganzen Aktionen, die momentan laufen, kann man keine neuen Leute reinnehmen. Sie haben aber gesagt, dass sie wieder freigeben, also wieder eine Freigabe planen und die Formulare bald wieder zur Verfügung stehen. Also wer sich da bewerben will, es wird bald wieder möglich sein, offiziell über die Formulare. Und vielleicht noch eine wichtige Sache, ich habe letztens wieder ein Video gesehen, wo jemand sehr viel über Cheater gesprochen hat und so ein bisschen gehatet hat, ja, die Partner, die denen ist ja der Mund verboten, die dürfen ja nichts sagen, die dürfen nicht über Cheater reden und die haben Verbot hier, Verbot da. Und dass man sich dann vielleicht Sorgen macht, wenn man in so einem Partnerprogramm ist oder ein Affiliate-Programm, dass man dann eingeschränkt wird in seiner Meinungsäußerung, um Gottes Willen. Glaubt sowas nicht. Also ich weiß, wenn jemand das sagt, das ist natürlich, negative Nachrichten gehen immer sehr schnell eher rum und werden für bare Münze gehalten. Das ist bei allem so im Leben. Das ist halt so. So sind wir Menschen aufgebaut. Aber ich kann euch versichern, mir hat niemand gesagt, dass ich meine Klappe halten soll, dass ich das nicht sagen darf oder jenes nicht. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Und keiner schränkt es da irgendwie ein. Also gebt nichts auf solche Gerüchte. Das zum einen. Und zum anderen, ich hoffe, dass das Ganze hier nicht wie ein Werbevideo geklungen hat. Ich habe mal versucht, euch das ganze Thema näher zu bringen. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Ich werde weder dafür bezahlt, noch irgendwie gefördert oder sonst irgendwas. Das mache ich wirklich aus freien Stücken, weil ich Lust habe auf dieses Video. Also gebt mir gerne Feedback, ob ich das in Zukunft sein lassen soll oder ob ich da euch Spaß gemacht hat. Leute, in dem Sinne, bleibt gesund und sauber. Viel Spaß beim Drops farmen. Und ich sage schon mal, bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Hasta la vista. Ciao.